sitzen wir gerade neben der Internet-Lounge am Flughafen in Seoul. Und es ist ein extremer Gegensatz zu dem, was wir die letzten drei Monate eigentlich gehabt haben. Das Ganze ist nahezu luxuriös, möchte ich fast sagen. Die haben da echt so richtige Toiletten. Es ist extrem sauber da. Du kriegst da umsonst Wasser. Internet ist überall vorhanden und natürlich umsonst. Selbst die Laptops da drüben in dieser Internet-Lounge, die hier werden gestellt. Und es ist sehr angenehm, ein bisschen Musik läuft im Hintergrund, überall haben riesen Flatscreens, da kannst du Infos alle in Englisch, das ist Wahnsinn. Also selbst in Deutschland habe ich, sage ich jetzt mal, so einen Hightech-Flughafen noch nie gesehen. Dann geht's auf nach Thailand. Sind wir gerade am Flughafen? Wieder? Und. Oder so? Ja, keine Ahnung. Und jetzt treffen wir dann meine Eltern und dann fahren wir nach Koh Chang. Jetzt sind wir schon ganz aufgeregt. Haben wir doch eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Es brisiert furchtbar. Meine Eltern haben ganz woanders. Wir schauen nur ein bisschen, wir geben kein Geld aus. Ja, wenn ich die Kamera aufmache, dann fließen die Hunderte und Tausende. Ja, ist sehr gut, aber total fahren. Aber ich schaff das. Toter Fisch, den haben wir so mehr gefunden. White Snapper, ich glaube bei euch heißen die Barsche. Hast du ihn angeschwemmt? Ja, der ist so kopflos rumgefahren. Der Rest, was ich kriege, der stammt mir zu. Bin ich nicht der Arm drauf? Nein, ich weiß nicht. Ein kleiner Bussi. Wir machen jetzt aufgrund dessen, dass der Helmut Geburtstag hat, einen Elefantentrip in den Dschungel. Und gehen wir dann mit den Elefanten schwimmen an dem Fluss. Ganz schwieriger Tag. Ich habe mich heute von meinen langjährigen Freunden und Begleitern getrennt. Mein Klapperl. Jetzt habe ich bloß noch so blöde Flipflops. Die sind total ungemütlich. Ja, zugunsten des Packgewichts und des Packvolumens habe ich mir für solche Schuhe entschieden. Aber die Birkenstock waren eigentlich schon sehr gemütlich. Aber jetzt nach einigen Jahren, die haben waren schon ganz kaputt, habe ich es heute wirklich weggeschmissen. Ich habe mich noch, es war eine Minute der Trauer und habe mich da persönlich davon verabschiedet. Aber jetzt bleiben sie zurück in Koh Chang. Wahrscheinlich läuft jetzt schon der Paul damit um. Ja,
Cool, Birkenstock.